Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf Sunny Beats. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Ich begrüße euch zu einem neuen Vlog und zwar dem dritten Vlog in dieser Woche. Ich wollte ja probieren, ob es klappt, etwas häufiger zu vloggen, also euch öfter mit durch den Tag zu nehmen. Und gucken wir aber, wie das funktioniert, beziehungsweise gucken wir, wie das bei euch ankommt. Rückmeldungen also gerne in die Kommentare. So, es ist heute Donnerstag. Heute ist der 5. September und es ist jetzt 20 Minuten nach 12. Es ist schon relativ spät, weil wir schon einiges hier gemacht bzw. geschafft haben. Ich bin jetzt auf dem Sofa zurück angekommen. Wir haben eben gefrühstückt. Dann ist mein Kaffee eiskalt geworden. Darum gibt es jetzt nochmal einen neuen Kaffee für mich. Den trinke ich aus. In der Zeit wollte ich euch ein paar Kleinigkeiten erzählen. Und dann starten wir. Es soll heute thematisch unter anderem nochmal um das Thema Babybett gehen. Wieso, weshalb, warum, zeige ich euch gleich. Dann wollte ich euch unsere erste Post vorstellen, die Post von meinem Sohn sozusagen, vom Hip Mein Baby Club. Die ist nämlich gestern angekommen, die würde ich euch gerne zeigen, was da drin ist und dies, das. Ja, dann können wir ja gleich mal mit der Post vom Mein Baby Club anfangen. Ich muss die nur mal kurz aufmachen, damit ich hier meine Adresse mal kurz umdrehen kann. Also ich habe mich, wie ihr wisst, beim Babyclub von DM und beim Rossmann angemeldet und jetzt parallel bei Pampers und bei Hip. Und der Hip, mein Babyclub, begleitet einen ebenfalls durch die Schwangerschaft und auch bis hin hinaus über die Geburt und auch das erste Lebensjahr der Kinder, des Kindes. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was wir bekommen haben. So, hier ist das Päckchen. So, ganz normal in so einem Pappschächtelchen. Hier seht ihr das Logo. So. So, da haben wir einmal, also hier ist das Anschreiben, da steht meine Adresse drauf. Ja. So. So sieht das aus. Da haben wir hier einmal eine Windelprobe. Newborn, 2 bis 5 Kilo, Größe 50 bis 56. Hier eine Windelprobe. Dann ist hier eine Probe vom Schwangerschafts-Bio-Tee. Da seht ihr auch schon die Vorteile. Zuckerfrei, keine Aromastoffe zusätzlich. Den werde ich auf jeden Fall mal probieren. Warum nicht? Und hier eine Broschüre. Also das ist so, ja, Infomaterial. Ja, ist halt, wie gesagt, Werbung halt für einzelne Produkte. Aber ich finde, das finde ich hier halt super. Ich habe natürlich gestern schon mal reingeguckt und das finde ich richtig cool. Das werde ich auf jeden Fall probieren bzw. machen, weil ich habe jetzt keine besondere Technik entwickelt. Aber das hier sieht mir schon sehr sinnvoll aus, rein vom Bindegewebe auch. Die Massagerichtung einfach, da sieht man natürlich, klar, das ist strafft und. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Also das finde ich cool, dass da so hilfreiche Tipps drin sind. Und hier ist noch ein Gutschein. Den kann man einlösen, wenn man möchte. Joa. Das dazu
Und hier haben wir eine kleine Produktprobe. Wundschutzcreme sensitiv. Das ist dann wieder was für die Wickeltasche. Und hier ist so eine süße Rassel. Die Eule, also die ist ja wirklich goldig. Die ist echt süß. Das ist das erste Geschenk vom HIP, mein Babyclub für den Kleinen. Gucken wir, was wir noch so bekommen. Aber das finde ich ganz, also die Rassel finde ich ja wirklich süß. Also was ich euch noch berichten kann, ist, dass meine Schlafproblematik aktuell weitestgehend zurückgegangen ist. Ich kann sehr gut schlafen. Es ist weiterhin so, dass wenn ich ins Bett, also ich bin total müde und dann gehe ich ins Bett. Und sobald ich zur Ruhe komme, fängt es dann an mit dem RLS, also dass meine Beine kribbeln und dass ich die immer bewegen muss, beziehungsweise Füße. Und dann nicht schlafen kann. Das ist weiterhin so. Wenn ich dann aber aufstehe und irgendwas mache und mich dann wieder hinlege, dann funktioniert es meistens. Es ist so, dass ich sehr, sehr spät einschlafe. Aber wenn ich dann einmal schlafe, dann schlafe ich auch. Also wie gesagt, heute habe ich bis 9:30. Viertel nach 9, 9:30 gepennt. Also das war super geil. So, dann zeige ich euch jetzt, nehme ich meinen Kaffee mit. Schwupp. Und dann wollte ich euch nämlich jetzt mal das Babybett zeigen, weil wir haben, ich muss mal hier die Balkontür zumachen. So, ich habe schon Wäsche abgenommen, Wäsche zusammengelegt, dann habe ich schon das Bett gemacht, dann habe ich hier noch einen Haufen Wäsche zu verräumen und hier muss ich noch die Babysocken wieder zusammen sortieren. So, und jetzt zeige ich euch. Ach Mann, ey. Ist doch scheiße. Ich mache mir im Moment extrem Sorgen um meine Zimmerpflanze hier. Ich weiß nicht, was die für ein Problem hat, ehrlich gesagt. Aber irgendein Problem hat sie offensichtlich. Und das ist sehr, 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 sehr schlecht. Ich zeige es euch mal. So, also das ist ja die Schwiegermutterzunge oder auch Bogenhanf, wie man sagt. Und mein Problem mit diesen Dingen ist jetzt, sie sieht ja relativ stabil aus. Sie bekommt auch, Moment, nicht, dass ich die jetzt noch runterschmeiße, die ist total schwer. Wie man sieht, bekommt sie hier auch neue. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Wie ihr hier seht, sind die total, also die Außenblätter hier, die kippen zum Rand und dann werden die total wabbelig und sehen dann letzten Endes so aus. Wenn hier, die werden einfach, also das sind ja die alles Außenblätter, die werden einfach hier abgestoßen. Und das Schlimme ist, dass ich jede einzelne, wie sagt man das, jeden einzelnen Stämmchen, Ding. Wenn ich jetzt hier ziehe, dann kann ich die ganze Ding, das ganze Teil einfach aus der Erde rausziehen. Die haben also überhaupt keinen Halt. Die haben keine Wurzeln irgendwie. Also hier, guckt euch das an. Ich ziehe an diesem hier. Ja, und das ganze Ding kommt raus. Das kann doch nicht sein, oder? Generell, also die Erde sieht mir auch nicht zu nass aus. Ich finde, die sieht eher trocken aus. Aber ich, hier, da seht ihr es ja auch. Also hier, das kippt einfach zur Seite. Da, und dann habe ich hier so ein labbriges Ding. Also ihr Lieben, das ist jetzt wirklich kein Witz. Das ist nämlich ein Erbstück, dieses Ding hier.
und von hohem emotionalen Wert. Und wenn ihr irgendeine Idee habt, euch damit auskennt, wenn ihr selber so ein Dings, Drecks, wie heißt das? Bogenhanf habt, dann bitte sagt mir doch mal, was ich machen soll. Die geht mir kaputt, ich weiß das, ich sehe das schon. Also ihr Lieben, wenn ihr wirklich irgendwelche Tipps habt, dann kommentiert mir die mal unten in die Kommentare. Vielleicht sollte ich die mal rausnehmen aus der Erde. Vielleicht ist es auch nicht die richtige Erde, aber die ist jetzt schon doppelt so wenig, wie die vorher war. Also Leute, wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, dann bitte, bitte, bitte sagt mir Bescheid, weil es geht gar nicht. Ich weiß nicht. Ich mache mir so eine Sorgen um diese Drecks. Pflanze. Ich habe jetzt auch schon vorsichtshalber mal Ableger gemacht. Zwei Stück. Die sind aber auch noch gar nicht angeschlagen. Und die haben noch weder Wurzeln noch sonst irgendwas. Ich hoffe, das wird irgendwas. Also wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr mir helfen könnt, dann bitte helft mir. Weil das geht nicht. Das ist ein Erbstück. Und das Ding, die Pflanze an sich ist über 50 Jahre alt. Und wenn die jetzt kaputt geht, dann sind wir am Arsch. Dann bin ich am Arsch. Also helft mir, Leute. So, und jetzt zeige ich euch das, was wir noch hier gemacht haben zum Thema Babybett. So, es ist vollbracht, der Himmel hängt. Ich finde, das Bett passt da sehr gut hin, obwohl diese Ecke mich hier immer noch stört, aber da kommt eine Pflanze hin oder irgendwas, mal gucken. So, da ist der Himmel. Der wird dann natürlich so zur Seite gehängt. Und ich muss jetzt noch das Mobili installieren. Das soll nämlich hier oben in den Himmel. Das müssen wir hier oben irgendwie befestigen. Und noch die Lichterkette. Die muss auch noch dran. Und dann kann das Bett wieder zu. Und ist fertig für meinen Babyboy. Und dann fehlt nur noch das Baby. So, und jetzt bin ich schon wieder total aufgeregt wegen dieser Pflanze. Ich habe auch schon wegen den Dingen bei Facebook in so einer Zimmerpflanzengruppe gepostet. Und dann schreiben die mir, ja, die ist nicht zu nass und die ist auch nicht zu trocken. Ja, aber was hat sie denn dann? Irgendwas muss sie ja haben. Ich glaube, die ist zu feucht. Das ist meine Meinung einfach. So, ja, das mit dem Bett, da kümmern wir uns etwas später drum. Das machen wir noch zusammen. Ich muss mich nämlich jetzt erstmal fertig machen und anziehen. Ich bin hier übrigens noch in meinem Morgenoutfit. Muss mich jetzt anziehen, muss nämlich was einkaufen gehen. Ich brauche noch ein paar Kleinigkeiten fürs Mittagessen. Ich habe nämlich ein Rezept rausgesucht, was ich heute machen möchte. Und zwar Hackfleisch, Käse, Lauch, Kartoffelauflauf. Da ist es. Sieht auf jeden Fall lecker aus mit braunen Champignons und Lauch und und. Kartoffeln. Lauch, braune Champignons, Frischkäse, Kräuter und so weiter und so fort. Das will ich heute machen. Dafür muss ich noch saure Sahne kaufen und Käse zum Überbacken und Schmelzkäse. Aber erstmal muss ich mich anziehen. Dann kommt noch der Hundesitter. Irgendwann im Laufe des Tages. Der hat nämlich mein Mini-Backofen habt ihr ja gesehen und der wollte auch einen haben und jetzt habe ich ihm nämlich denselben bestellt. Der kam gestern an, da meine Kliniktasche. Hier ist der Ofen. Den muss er noch abholen.
Und ich suche mir jetzt was zum Anziehen. Und dann mache ich mich fertig, ziehe mich an und gehe erstmal los und kaufe ein. A few moments later. So, ich bin immer noch zu Hause. Es ist schon bestimmt 10 Minuten später, Viertelstunde später. Ich war komplett tutti fertig und wollte los. Und dann ist mir ein kleines Malheur passiert. Und zwar in der 34. Schwangerschaftswoche ist es nicht mehr möglich, ohne jegliche Konsequenz zu niesen. Ein Hatschi und alles ist am Arsch. Jetzt, ihr wisst, was das bedeutet, hoffentlich. Jetzt habe ich mich wieder umgezogen. Es geht nichts mehr, ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das war jetzt ganz toll. Gerade alles an, Schuhe an, alles an. So, weiteres Schwangerschafts-Mimimi ist, ich kann nicht meine Schuhe anziehen. Ich komme nicht so weit nach vorne mit dem dicken Bauch. Und dann kann ich meine Schuhe nicht anziehen. Und wenn ich mich dann so weit nach vorne lehne, wie ich muss, kriege ich sofort Sodbrennen. Also es ist wirklich alles nicht mehr so einfach. Aber das jetzt gerade ist mir das allererste Mal passiert. Vorher noch nicht und sonst eigentlich, also wie gesagt, normal sowieso nicht. Aber jetzt vorher auch noch nicht. Aber jetzt ist es soweit gewesen. Jetzt bringe ich den ganzen Klabberdatsch in die Wäsche. Und dann probiere ich nochmal loszugehen. Also Leute, Zustände, da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Ab in die Wäsche. So. Okay, ihr Lieben, ich probiere es nochmal. Ich wollte euch jetzt nur davon berichten, weil wir sind ja hier real. Und ich meine, das gehört ja irgendwie auch dazu. Was eine Action. Naja gut, okay. Also, wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Alles gekriegt. Hoffe ich. Hoffentlich habe ich nichts vergessen. So. Muss ich noch meinen Abwasch wegräumen. Das Malheur, das mir eben passiert ist, ist ja schön, dass es mir zu Hause passiert ist. Das wäre natürlich mörderpeinlich gewesen, wenn mir das im Laden passiert wäre. Aber das ist ja auch durchaus jetzt normal. So, der Hund ist total bekloppt. Die meint, nur weil ich nach Hause komme, meinen Einkauf ausräume, kriegt die jetzt was zu essen. Das kann sich mal schön hinter der Binde schmieren. Ich will heute, wenn ich es schaffe, noch den Kühlschrank mal säubern. Ich weiß aber nicht, ob ich da heute überhaupt die Muße zu habe. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Hier, sowas liebe ich auch, ne? Warum steht das im Kühlschrank? Warum? Wenn man das aufgegessen hat, dann kann man das doch auch rausnehmen, ey. Ist aber auch alles viel zu schwer, ich weiß. Das ist nicht so einfach. So, und dann brauche ich ja Hackfleisch für den Auflauf. Und da ich ja kein Fleisch esse, habe ich mal dieses hier gekauft. Zwei Päckchen, das werden wir mal ausprobieren, wie und ob das schmeckt. Räume ich jetzt erstmal hier meinen Einkauf ein. Und dann werden wir uns mit dem Himmel beschäftigen. So, haben wir das auch geschafft. Gucken wir jetzt, wie wir das mit dem Himmel geregelt kriegen. Unglaublich, ey, was eine Fummelei. Das ist ja überhaupt nichts für mich hier mit den Hormonen und all. Ah, kann ich schon wieder ausrasten. Also alles, was mit den Nerven zu tun hat, ist überhaupt nicht meins im Moment. Und diese Fummelei hier auch nicht. Ist halt auch geil, wenn man weiß auf weiß, sieht man halt auch ganz toll. Thank you.
sag's euch, diese Fummelei, also die kann einen echt wahnsinnig machen. Ich geh mal weiter weg, damit ihr das mal von ganz seht. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Könnte man eventuell noch ein bisschen tiefer hängen, aber es ist mir dann zu tief, weil wir uns ja, wenn man sich hier so rüberlehnt, nee, das reicht so, das lasse ich so. Muss ich mal kurz hier die Decken zusammenlegen. So, kann das auch wieder zu. Fertig. So Leute, und weil ich jetzt überhaupt keinen Nerv mehr habe, ich merke das gerade, ich kann richtig ausrasten gerade, ich bin auf 190, werde ich jetzt mal mich in Ruhe hinsetzen und mal einen Liter Wasser trinken, zum Blutverdünnen der Olga was zu essen geben und so weiter und so fort. Und dann melde ich mich wieder. So ihr Lieben, da bin ich wieder. Der Hundesitter ist jetzt gerade weg, hat seinen Ofen abgeholt. Es ist 20 Minuten nach 4 und ich fange jetzt an zu kochen. Was ist hier los? Ich wollte euch mal kurz den Überblick zeigen. Ich habe das mal für euch hier hin drapiert. So, wir brauchen einmal Champignons, 2 Päckchen. Hier ist das Hackfleisch. 500 Gramm braucht ihr. Dann den Käse, 1 Kilo Kartoffeln, 2 Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, einmal den Schmelzkäsekräuter und einmal Sahneschmelzkäse. Dann ein Porree, saure Sahne und Frischkäse, einen Becher. So, und das schnipsel ich jetzt alles kurz und klein und dann sehen wir uns wieder. Oh Leute, ey, guckt euch das an, das ist nicht mehr normal, es tut auch langsam echt richtig weh. Oh, der drückt sich hier voll raus. Hier oben ist irgendwas, hier sieht man es. Hier ist irgendwas und das geht hier komplett weiter und drückt volle Granate nach unten und unter anderem hier so hin. Das ist echt nicht mehr lustig, ey. Der macht sich so fett und das tut richtig weh mittlerweile und ist auch richtig unangenehm. Hammerhart, ey. Brutzelt schon mein Fake-Hackfleisch mit Zwiebeln und Knobi. Die sind für die Olga, Kartoffeln. So, dann schneide ich gerade die Champignons. Hier muss ich noch den Lauch schneiden. Die Kartoffeln habe ich geschält, in Scheiben geschnitten. Die sind vorgekocht, jetzt 5 Minuten. So, ihr Lieben, es ist fertig. Ich gebe jetzt hier mal ein bisschen Power in mein Hackfleisch. Wärmemäßig. Und füge jetzt hinzu. Erstmal muss ich ein bisschen Wasser dazu machen. Sonst brennt mir das. Und jetzt gebe ich den Lauch dazu und die Champignons. Es geht los mit der Soße. Das ist jetzt 100 ml Wasser, ein Becher Sahneschmelzkäse, ein Becher Kräuterschmelzkäse und etwas Kräuter Frischkäse und ein Becher saure Sahne. Das wird jetzt verrührt und mal gucken, was passiert. So sieht's aus, wenn es fast fertig ist. Also ich habe jetzt alles durchgemischt und hier mal auf die Auflaufform verteilt. Und jetzt kommt noch die Soße jeweils oben drüber und der Frischkäse und dann geht das beides ab in den Ofen. So ihr Lieben, also der Auflauf
ist im Ofen. Der muss jetzt eine halbe Stunde bei 170 Grad erstmal machen. Und nach einer halben Stunde tue ich dann noch den Käse drüber und dann muss er noch mal eine halbe Stunde. So, und das mache ich jetzt noch. Ich wasche jetzt den ganzen Kladderadatsch hier ab, den ich gebraucht habe zum Kochen. Setze die Küche wieder in Stand. Es ist jetzt 10 Minuten vor 6. Ich hoffe dann, dass der Herr Zorro dann in der nächsten Stunde kommt, damit wir dann irgendwann essen können. Und das war es dann auch. Ich werde jetzt hier den Vlog beenden. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zum Rezept habt, könnt ihr mir das gerne hier unten in die Kommentare schreiben. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Verabschiede mich wie immer von euch mit Love, Peace and Harmony. Haut rein!